Ja, mein Name ist Seven und ich fahre Kern. Und ich fahre gern über Petunienstreifen. So, rübersetzen, reinlenken, Ellbogen nach oben, nach vorne, nach hinten, nach drüber. Immer schön nach vorne schauen. Und schon ist man dynamisch hier am Bike. Und jetzt rein. Ui, da rutscht's. Ui. Ja, also wenn ich etwas merke jetzt, also mein Vorderreifen ist ja fast am Ende. Ich merke immer wieder, vor allem in erstens die Dämpfung von Reifen ist nicht mehr so gut. Das merke ich extrem. Und das Zweite, was ich extrem jetzt schon merke, vor allem wenn der Reifen kalt ist, ist der Grip nicht mehr so, wie er einst war. Also er baut jetzt massiv ab. Ich muss mir jetzt einen neuen bestellen, weil hinten habe ich eigentlich noch recht viel. Nur bin ich schwer am Überlegen, ob ich beide wechsle. Oder eben nur ein Vorderradreifen. Weil ich habe jetzt noch August und September. Ich habe jetzt auch schon mit einigen bezüglich Reifen und so weiter gesprochen und da entwickelt sich wirklich so dieser Conti Road Attack 4 als so dieser Ultra Hybrid Reifen im Bereich Touren. Und ich bin halt wirklich schwer am Überlegen, ob ich das nicht tue. Erstens glaube ich, wäre es ganz geil für Sardinien und zweitens wäre es interessant, den direkten Unterschied zu spüren zwischen Mieters und eben diesen Conti und ob das so viel Unterschied ist. Also es wäre interessant, holt das nochmal. Holt das nochmal etwas raus oder nicht? Kriege ich aber ein Sternchen mit Plus-Stern, also Plus-Sternchen. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, 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 Hölle. Sehr gut. Also das mache ich ganz gerne mal zum Üben. Und zwar wirklich in solche Kurven reinzugehen und zu bremsen. Also so wie hier, Schräglage erreichen und dann einfach reinbremsen, aber trotzdem die Linie durchfahren. Weil das hat, wenn man wirklich mal einen Schreckmoment hat, so wie hier jetzt. Also hier gehe ich in die Schräglage und dann kann ich aus. Und wenn man da reinbremst, also das ist voll klasse, weil man sich dann nicht verkrampft, sondern trotz Bremsen weiterhin das Motorrad drückt, weil natürlich dieser Aufstellmoment kommt. Also ich werde euch das da jetzt nochmal zeigen. Das ist ein bisschen eine engere Kurve, das ist ganz geil. Jetzt fahrt man da so rein und jetzt trotzdem reinlenken. Ich
Ich hoffe, das hat man ein bisschen gesehen. Weil man automatisch, wenn man bremst, ein bisschen so diese Thematik hat, sich zu versteifen. Und das solltet ihr nicht. Deshalb immer Lenker locker. Nur der Fakt, der natürlich passiert ist, wenn ihr bremst, dann schiebt euch ja nach vorne und dann möchtet ihr euch abstützen an den Händen. Und somit beginnt dieses ganze Spiel, das braucht ihr aber nicht. Ja. Darum Knieschluss am Motorrad beim Bremsen, da braucht ihr dann gar nicht die Hände so recht dazu. Also ein bisschen, aber immer schauen, Ellbogen auch nach oben. Das ist immer ganz gut. So wie hier kann man einfach, das ist lässig. Ja, das macht schon Laune, also das gefällt mir schon ganz gut, so ein bisschen dahin cruisen. Schlafe ein. So herrlich. Niemand auf der Straße. Ah, Entspannung, Entspannung. Kamö-Theater, Kamö! Die Reihenhäuser. Mit ein bisschen Abstand. Ja, ja. Oh, der Mödlinger nimmt es aber richtig genau mit 50. Und hat aber ein 46er. Achso, vielleicht heißt das, er fährt 46 km/h. Das könnte sein.
Das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht.